Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Aufnahmepartie von Secret of Mana. Hallo. Es ist jetzt eine kleine Weile vergangen seit der letzten Aufnahmeseason. Da habe ich ja ein bisschen was auf Vorrat aufgenommen. Und ich habe jetzt auch mal, by the way, geguckt, wie man hier weiterkommt. Also ich weiß jetzt, by the way, ich habe hier ein bisschen was rumprobiert. Haben wir hier mit allen Leuten und sowas halt geredet. Und, hier läuft halt irgendwo eine blauhaarige Frau rum. Die heißt Heidi. Okay, das ist Bärbel. Ach nee. Bärbel. Na du, Heidi, alles in Ordnung? Heidi. Huch, sie ist weg. Komm, wir gehen mal wieder zu den Ruinen da unten. Okay. Und das ist jetzt nämlich die, die Lösung. Wie ist halt... Was war das? What the fuck? Das war halt jetzt die Lösung, wie wir halt weiterkommen, Freunde. Also ich habe ja jetzt irgendwie auch vermutet, dass jetzt nochmal irgendwas im Hexenwäldchen halt bei Tura machen muss oder sowas in der Richtung. Und wir müssen anscheinend jetzt doch hier in die Ruinen rein. Was haben wir jetzt eigentlich hier für Waffen? Das kann ich jetzt eigentlich, by the way, jetzt gerade nochmal gucken. Die Axt ist eigentlich immer noch ziemlich stark. Ich frage mich eigentlich, wieso ich nicht mit der kämpfe, weil die macht doch eigentlich ein bisschen mehr Schaden. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass man das Mana-Schwert auf jeden Fall zum Schluss auf jeden Fall noch sehr oft braucht. Und was ich auf jeden Fall noch gelesen habe, danke übrigens auch, by the way, für die paar Kommentare von euch, dass ich die Zauber auf jeden Fall generell mal leveln sollte, nebenbei. Weil ich glaube nämlich im Stream damals, also... Kann ich mal kurz zeigen, hier diese Zauber hier, die Erd- und Wasserzauber, dass ich die nebenbei auf jeden Fall leveln soll, weil, ansonsten müsste ich das nämlich am Ende des Spiels halt einmal nochmal kurz alles irgendwo hochleveln und das wäre jetzt auch nicht Sinn der Sache. Also die werde ich auf jeden Fall mal versuchen, des Öfteren, also, ne, jede paar Parts mal ein paar Mal auszuprobieren, weil, wie gesagt, ich bin halt eigentlich eher der Typ gewesen, der immer so auf, ne, nahkampfmäßig halt gekämpft hat in RPGs. Und hier steht jetzt Heidi, hallo! Punkt, Punkt, Punkt. Bärbel, ich mache eine Reise ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Ach komm schon, Heidi, übertreib doch nicht so. Ihr Ignoranten! Rotong, lasst mich in Ruhe. Okay. Heidi, no, Heidi, Heidi. Hey ihr, macht Platz! Vorher ging das nicht, oder wie? Schnell, bevor Heidi etwas zustößt. Sicher, ich sage ja auch drinne. Ja, wir haben ja, glaube ich, sogar schon die Information, dass Hagen eventuell hier festgehalten wird. Ich habe ein ungutes Gefühl in diesem Tempel. Ach Gott, das ist dieser Tempel gewesen. Mit den Zombies. Okay, der Tempel ist auf jeden Fall auch vom Schwierigkeitsgrad her, glaube ich, doch schon ein bisschen schwer. Weil erstens, wie ihr jetzt schon seht, die benutzen Zauber. Und die machen jetzt gerade nicht wenig Schaden. Also es kann schon mal schwer werden, by the way, ich gucke jetzt gerade nochmal, bevor ich jetzt hier weiterkämpfe, habe ich noch genug Lebenswasser etc.? Okay, weil ich glaube, wir müssen das öftere mal ins Dorf vom Pandora und, ach, der spawnt die Zombies auch noch. Autsch. What the fuck? Und dort halt generell das öftere mal, ich glaube, den da oben kann ich gar nicht treffen, by the way. Ich glaube, dafür brauche ich eine Fernkampfwaffe. Ich gehe einfach mal hier entlang. Er hat mich langsam gemacht, Mann! Also für Einkäufe können wir auf jeden Fall chillig in die Stadt gehen. Autsch. Ey, please. Ich bin tot, Freunde. Habe ich jetzt gerade mal erfahren. Zum Thema Lebenswasser. Alter, die macht schon Schaden. Ich glaube, das, was ich bisher noch nicht gemacht habe, was ich mal hätte machen sollen, ist mal offscreen ein bisschen leveln. Weil das hatte ich nämlich zum Beispiel im Stream auch gemacht. Oder generell auch, wenn ich es gespielt habe. War es auf jeden Fall sinnvoll, das nebenbei zu machen, weil bisher war ich ja jetzt noch nicht grinden, so nennt man das ja auch. Das hat ja schon mal das am Anfang des Let's Plays gesagt. Für die Leute, die den Begriff nicht kennen. Ach, jetzt wollte ich gerade in den Schlag. Alter. Der raid mich gerade kaputt. Please. Ich gehe einfach weiter, erstmal. What the fuck? Der macht so viel Schaden. Okay, wir erkunden jetzt erstmal den Tempel, würde ich sagen. Also ich denke mal, für den Bau brauchen wir doch schon ein bisschen länger. Von daher erkunde ich den jetzt erstmal, guck, wie die Viecher hier alle drauf sind, weil die machen ja gerade einen Heidenschaden. Und ich glaube, was ich jetzt auch mal mache, da die mal ziemlich aggressiv sind, meine beiden Leute, das Verhalten von den beiden mal umstellen. Ja, oder es sollte, wenn dann schon offensiv sein, weil die Viecher sind ja auch offensiv. Weil ich glaube, das war nämlich auch gerade der Fehler, wieso die beiden auch nochmal gestorben sind. Einfach weil sie zu offensiv waren, oder?
Scheu, da weichen die ja auch aus, oder? Meine ich. Dann probieren wir es jetzt mal so. So. Weil Forsch sollten die ja schon eigentlich nicht sein. Oh Gott, ein Schwert, ein fliegendes Schwert. Und schon wieder Zombie-Macher. Okay, was ich eventuell mal machen sollte, ist jetzt wirklich das mit den Zaubern. Was benutzen wir denn da? Ah ne, das war die Heilaura. Das hätte ich vielleicht auch mal am Anfang irgendwie benutzen sollen. Aber einfach mal das hier. Vielleicht bringt's ja was. Oh, nice. Der eine, okay, bei dem einen müssen wir auf jeden Fall Magie verwenden. Und übrigens, nicht wundern, ich bin immer noch ein bisschen krank, dass, ja, momentan beschwere ich mich ja in jedem Part eigentlich darüber, dass ich momentan ein bisschen krank bin. Okay, es macht 26 Schaden an dem Schwert. Das könnte mehr sein. Okay, das, ich dachte jetzt irgendwie, wir brauchen auch nur Zauber, um das Schwert kaputt zu machen. Weil übrigens gibt es auch viele Gegner, die nur mit Magie zu bekämpfen sind. Von daher... Ach, verdammt, das hat nicht getroffen. Oh, ich mag die Musik, die ist so schön. Ach, geht doch, ey. War jetzt auch anstrengend genug, ehrlich gesagt. Hallo? Oh, nicht schon wieder ein doofes Pferd. Warte mal, macht das auch an den Pferden Schaden? Weil dann werden wir auf jeden Fall am Anfang des Tempels hier... Jetzt weiß ich, wie cool, was auch immer das hier ist. Frost erreicht Level 1, nice! Das heißt, die macht mehr Schaden. Was wollte ich gerade sagen? Das wäre generell am Anfang des Tempels auch besser nochmal durchkommen, weil ich glaube nämlich, dass ich jetzt mal rausgehen muss, um nochmal ein bisschen was einzukaufen. Lala. Weil was ich natürlich auch machen könnte, ist hier einfach durchrushen. Aber das wäre jetzt auch nicht Sinn der Sache. Wäre meine Ehre beschmutzt. 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 Oder so. Autsch. Nice. Immerhin machen die Schwerter nicht so viel Schaden, das ist gut. Oh, verdammt. Ach nö. Keine MP mehr. Und deshalb sollte man das auch leveln, weil, ne, wenn die aufsteigen vom Level her. Nice. Alter, 200. Knappe 300. Wenn die vom Level her aufsteigen, dann bekommen wir natürlich auch mehr Mana, glaube ich. Und dann machen die Zauber auch generell mehr Schaden, etc. Nice, Level Hype. Reicht Level 13. Und nochmal Level 13, sehr schön. Das heißt nochmal gratis Heilung für sie. Wie viele Dinge haben wir eigentlich? Das interessiert mich gerade auch nochmal. Honig 4, okay. Da geht's lang und da... Ach, da ist noch ein Schwert. Autsch. Und Klippe Level 0. So. Ich glaube auch übrigens, es ist nicht wichtig, ob wir bei den Zaubern jetzt die defensiven Zauber halt von der Bärbel zum Beispiel halt benutzen. Oder halt die aggressiven, also die offensiven. Also um die hochzuleveln, meine ich. Das ist, glaube ich, sogar egal und das ist auch gut so. Oh, die lassen sich einfach manchmal nicht treffen. Also ich bin das. Das dauert nicht gerade wegen mir so lange, weil ich einfach nicht treffe oder sowas, sondern diese Ding. Oh, die sind so nervig. Stirb doch mal. Please. Oh Gott, Alter, wie viel Leben hat das bitte schön? Ich glaube, ich probiere es mal mit einem aufgeladenen Schlag. Und er weicht aus. Und der geht. Ach nein, Lumpi ist kaputt. Lumpi ist tot. No. Darauf habe ich ja gerade gar nicht geachtet. Alter, wie viel halten die bitte schön aus? Oh. Ich gehe da jetzt einfach rein. Okay, wir werden auf jeden Fall nochmal hier reingehen müssen. Ich glaube, ich habe übrigens kein Fass. Damit kommt man, glaube ich, immer aufs Dungeons heraus. Okay, zwei Schwerter. Ich kann den bestimmt auch irgendwie ausweichen. Kommt mal hier runter, bitte. Hallo, Bärbel. 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 Hallo? Okay, das ist einfach nur eine Sackgasse. Oh, schon wieder zwei von denen. Was ich mal kurz mache.
Kann man dich nur kurz so heilen? Damit wir die beiden mal kaputt hauen können, weil ich glaube, die geben auch ziemlich viel EP. Warte mal, gab das so nicht? Achso, die muss ja jetzt noch hochheilen, verdammt. Ach ne, die gab das so nicht, gab keine EP. Oh. Okay, dann war das mein. What the fuck, das gab nicht? Was gab denn sonst MP? Weil ich habe das ja jetzt einfach nur gekauft, weil ich mir ultra mega sicher war. Kommt ihr jetzt einfach mal dann kurz hierher. Weil ich dachte, dass es mir MP gibt. Okay. Ich brauche MP, Freunde. Ich brauche MP. Weil so treffe ich die nämlich nicht. Warte mal, ich wuchse mal kurz auf den Bogen. Oder auf die Peitsche. Rutsch. Rutsch. Okay, null. Okay, es macht null Schaden. Welche Waffe macht denn an den Schaden? Achso, jetzt sein Ziel den Bogen ausgerüstet. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Nein! Du sollst bitte mit. Genau. Oh, der Zombie geht mir da gerade auf den Sack. Es macht auch null Stein. Ich glaube, den kriegt man nur mit Magie kaputt. So wie es ausschaut. Oder warte mal, was ich jetzt gerade nochmal probiere. Einmal bitte wieder auf ihn wechseln. Dann einmal bitte auf das Mana-Schwert. Und was wir dann mal machen, was ich jetzt gerade einfach mal ausprobiere, vielleicht klappt es ja, mein Schwert einfach mal zu verzaubern. Vielleicht kann ich ja dann angreifen, das hoffe ich mal. Okay, anscheinend nicht. Also damit klappt es auf jeden Fall nicht. Vielleicht hiermit? So, wir probieren es gerade einfach mal ein bisschen rum. Zeit haben wir ja. Und ich muss ja auch nicht immer durchrushen, wie ich bisher eigentlich gemacht habe. Also sowas wird jetzt öfters mal vorkommen, weil ich will die Gegner ja natürlich auch kaputt bekommen. Okay, au. Okay, die kriegt man echt anscheinend mit Magie kaputt. Verdammt, das ist doof. Okay. Gehen wir einfach mal hier durch. Alter, ich habe auch bisher keine Ahnung, wo wir jetzt schon alles waren oder wo wir jetzt generell hin müssen. Okay, die Zombies dann, die ich dann doch eigentlich schon kaputt machen. Ich glaube, das ist hier generell eigentlich ein ziemlich guter Level-Spot bei solchen Viechern. Weil die machen ja so jetzt keinen großen Schaden. Level-Hype! Sondern nur die Zombies, ne? Weil der Zombie hat ja sonst nichts anderes. Autsch. Ich bin vergiftet. No. Und das ist auf jeden Fall auch gut, dass ich die beiden mal auf Scheu gesetzt habe. So lassen sie sich wenigstens nicht mehr so oft treffen. Ach, und der verstärkt die anscheinend. Nice, das sind gute Level-Dinger. Warte mal, ich guck mal gerade, wo wir jetzt gerade schon mal an Leveln sind. Also ich werde das jetzt nicht durchziehen, keine Sorge. Das mache ich, wenn dann halt, wie gesagt, offscreen befinde. Wie viel EP habe ich denn? 1331 brauche ich noch für das nächste Level. Rankiere ich jetzt mal ein. Guck mal, wie viel EP uns das gegeben hat. Oder uns das halt gibt, meine ich. Obwohl, hier könnte ich die beiden eigentlich dann auch, wenn ich dann offscreen farme, weil ich glaube, das mache ich dann mal in der nächsten. Okay, jetzt habe ich zwei kaputt gehauen. Mache ich dann mal in der nächsten, also vor der nächsten Folge. Okay, die geben 50 EP. Okay, das heißt, ich müsste von denen, um ein Level aufzusteigen, 20 töten. 24, also 25, wenn man jetzt die 1250 nimmt. Okay. Ja, also Zeit müsste man da auf jeden Fall schon mitbringen. Und genau aus dem Grund würde ich das halt ungern offscreen machen. So, zwei töte ich jetzt noch. Weil ich könnte auf jeden Fall mal gucken, wie viel EP generell andere Gegner geben. Weil ich sage, offscreen ist ja jetzt eigentlich egal, wie viel Zeit dort vergeht. Weil ich würde das auf jeden Fall schon gerne machen. Oder generell, da könnte mir das mal eventuell, ouch. Eventuell in die Kommentare schreiben. Das würde mich eigentlich gerne mal interessieren. Soll ich sowas dann irgendwie zusammenschneiden? Und dann halt nur die besten Szenen oder sowas halt irgendwie halt zeigen. Oder soll ich das dann doch komplett hochladen? Oder wie seht ihr das? Weil es gibt auch Leute, die dann zum Beispiel Zusammenschnitte halt machen von Let's Plays. Also da, sie nimmt zum Beispiel eine Stunde auf oder sowas in der Richtung. Und schneiden das dann zu einem 20-Minuten-Video zusammen oder sowas. Ich weiß halt nicht, ob das halt für solche Level-Segmente, die dann auch mal ein, zwei Stunden gehen, sinnvoll ist oder sowas. Also... Das würde mich eigentlich mal interessieren, also falls du mir die Frage beantworten könnte, wäre cool. Weil das werde ich auf jeden Fall auch generell bei anderen RPGs haben, weil wie gesagt, es kommen ja noch einige RPGs.
Hallo? Auf diesem Channel? Findet gerade anscheinend eine Versammlung statt? Die sagen alle nichts. Ah, da oben steht jemand. Der sieht böse aus. Okay, hallo, wer bist denn du? Bist du Tantalus? In der Tat, euch kenne ich auch. Ah, Tantalus, nice. Ihr seid diejenigen, die Tora besiegt haben. Lass sofort Hagen und Heidi frei und nimm den Fluch von den Leuten. Ach Gottchen, ihr macht mir Angst, har har har. Meint ihr etwa diese Heidi? Nein, Heidi! No, Heidi, please! Ich habe ihr die Lebenskraft entzogen. Nun ist sie meine Sklavin. Ich brauche die Energie der Menschen, sonst kann ich unmöglich die Mana-Festung reaktivieren. Und wenn es dann soweit ist, werden alle Menschen meine Sklaven sein. So dieser Zeitgenosse hier. Achso, so wie dieser Zeitgenosse hier. Ich kann nicht lesen, ich bin doof. Dumm, stumm und dienend. Ich denke mal Hagen. No! Oh Gott, Hagen! Ihr kennt ihn also, Tora hatte mir geschenkt. Er ist ohne Erlaubnis in ihr Schloss eingedrungen. Stimmt, ganz am Anfang des Spiels. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge war. Da haben wir ja Hagen gesehen, wie er hier in dieses Portal reingegangen ist. Stimmt, ist auch schon einige Zeit jetzt im gewissen Sinne her. Er muss ein tapferer Soldat gewesen sein. So wie ihr, oder? Har, har. Och nö. Och nö, das ist doch der Wandboss, der die Wandaugen. Und jetzt werde ich euch die Lebenskraft entziehen. No. Bitte nicht. Och fuck, der Gegner ist so beschissen. Ja, ich kann mich nicht wiederbeleben. Ich werde ihn jetzt einmal probieren, Freunde, und dann denke ich mal im nächsten Part. Ja, so mache ich das. Wenn ich ihn jetzt erstmal nicht schaffe, bekommt ihr das jetzt beim nächsten Part zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wie man den besiegt, genau. Und er ist generell auf jeden Fall ziemlich schwer zu besiegen. Was ich auf jeden Fall jetzt nochmal bei den beiden mache. Ich setze die... Ne, ich lasse sie erstmal auf passiv. Ich lasse sie erstmal auf passiv. Genau das. Der macht halt einfach generell immer Schaden. Da kann ich gar nicht weglaufen. Genau das meine ich. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn treffen soll. Ob ich ihn jetzt einfach so kaputt hauen muss? Ich denke mal, oder? Zuerst muss das linke und das rechte Auge kaputt gehen. Okay, und jetzt hier. Oh, fuck, der kann sich auch noch heilen. Hallo, please. Ich möchte einmal. Okay, MP haben wir auch keine mehr, ne? Wir sind gerade auf Lumpy. Das wollte ich nicht. Auf jeden Fall alle heilen. Okay, ich kann ihn nur angreifen, wenn das mittlere Auge auch offen ist. Ja, der Boss war auf jeden Fall generell nie so wirklich mein Ding. Ach, und der heilt sich auch. Oh, 100. Alter, was? Alter, was? Okay. Ich glaube, an dem Boss werden wir doch schon ein bisschen sitzen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Leben der ungefähr haben könnte. Ich will auch Kraftwasser Level 3 haben. Komm, mach mal deinen Augen wieder auf. Und ich treffe nicht. Na, das Doofe ist halt, ich habe jetzt keine Angriffsenergie mehr, um ihn jetzt halt irgendwie Schaden zu machen oder sowas. Von daher ist jetzt gerade einfach nur stumpfes Draufgekloppe angesagt. Warte mal, was ich jetzt wirklich gerade mal mache, ist es doof, dass die jetzt wirklich die ganze Zeit defensiv dort drüben stehen. Nee, das wollte ich gar nicht. Draußen ist es windig, falls ihr den Wind gerade hört, tut mir leid. Tut es mir leid. Forsch. Einfach draufkloppen. Please. Von ihr hatte ich das jetzt gerade, ne? Ja. Ich komme immer noch bei, weil für die beiden gibt es nur eine Taste im Inventar. Also, das ist komisch zu beschreiben generell, falls ihr jetzt gerade den Controller nicht seht, aber... So. Auf jeden Fall immer draufhauen, würde ich sagen.
Ich will auch nicht den Schlag aufladen, weil ich halt immer die Befürchtung habe, dass das Auge dann zugeht und ich den nicht mehr angreifen kann, weil... Oder kann ich die hier auch angreifen? Ah, nice. Okay, so geht das auch. Aber Alter, der macht schon Schaden. Der kann sich halt schon gegenheilen. Das wollte ich gerade sagen. Oh, verdammt. Jetzt müssen wir ja irgendwann so auf den Sack gehen eigentlich, Freunde. Ich glaube, ich muss echt ein bisschen vorher mich hochleveln, weil das ist halt gerade echt unnormal wenig, wie viel Schaden ich mache. Im Gegensatz, wie er sich hochheilt. Ja, ich glaube, da ist Offscreen-Leveln doch ein bisschen angesagt. Also, das ist schon sinnvoll, würde ich jetzt gerade sagen. Der Sturzaucher bringt mir jetzt selber auch nichts. Ein Turbo-Antrieb ist jetzt auch nicht so super. Das Gute ist, ich kann manchmal diese Blitzstrahlen abwehren. Ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Manchmal geht das Auge zu, wenn ich ihn angreife. Und er nimmt keinen Schaden. Okay. Lebensdünger. Okay, das Lebensdünger macht Schaden bei ihm, wieso auch immer. Einfach die Augen mit dem Speer aus. Löschen. Zeugs. Spießen, wie auch immer. Das ist gerade kurz Zeit, das war nicht eingefallen. Verdammt. Das hat die ganze Pointe vermiest. Okay, manchmal bekommt der Schaden, wenn er sich heilt. Ich glaube, sie ist jetzt tot, glaube ich. Wir haben auch gleich... Ja, wir haben keine Problems mehr. Ja, ich muss auf jeden Fall die Zauber hundertprozentig leveln. Auf mindestens Level 2. Und mich selber auch hochleveln, damit ich mehr MP habe. Das ist, denke ich mal, ziemlich wichtig. Hallo? Hallo, nicht einschlafen. Oh, what the fuck? What? 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 No! Ach, ich erinnere mich. Nein! Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht in die Stacheln. Nein! Alter, wie fies! Okay, Freunde, ich verabschiede mich dann schon mal. Ich glaube jetzt nämlich nicht, dass wir den noch kaputt bekommen, weil... Muss auf jeden Fall... Boah, das ist doof. Unten blinkt es übrigens gerade. Das ist doof, dass man ihn in einer vorgeschriebenen Zeit kaputt hauen muss. Jetzt fehlt nichts mehr. No! Okay, ich gehe freiwillig rein. Nein! Ich kann nicht reingehen! Ich kann nicht freiwillig sterben, Freunde! Nein, kein Selbstmord! Ja, Freunde! Game over Screen. Und so nimmt auch diese Geschichte ein tragisches Ende. Ja, gut, dann will ich nämlich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, liebe Freunde. Ich werde jetzt offscreen ein bisschen leveln. Also mich, weiß ich nicht, 2, 3 Level halt nach oben hauen. Die Zauber ein bisschen hochleveln und, jo, von daher sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, meine lieben Freunde. Tschüss.